Ich bin Marcel, ich bin 25 Jahre alt und ich habe mich beim Patagon Man beworben und bin einer von 300 Glücklichen, die ausgelost wurden. Als ich mich angemeldet habe, habe ich erstmal nicht damit gerechnet, dass ich gezogen werde, weil ich gedacht habe, die Nachfrage ist sehr groß und ich habe darauf spekuliert, dass ich dann im Jahr drauf die doppelte Chance habe. Als erstes habe ich mich gefreut, kurz danach habe ich gedacht, oh shit, jetzt muss ich es ja wirklich machen und dann habe ich mich wieder richtig gefreut. Der Patagon Man ist ein Extremtriathlon am Ende der Welt, so nennt er sich selber. Und da muss man 3,8 Kilometer im Meer schwimmen, dann 180 Kilometer radeln und dann noch 42 Kilometer laufen. Und das Ganze findet in Patagonien statt. Ein Extremtriathlon, so wie der Patagon Man, zeichnet sich dadurch aus, dass das Wasser in der Regel sehr kalt ist und dass es sehr viel in der Natur stattfindet. Also nicht in einer großen Stadt, wo viele Zuschauer sind, sondern irgendwo in der Natur, wo man auch viel allein unterwegs ist. Das Wetter kann super schnell wechseln, von Regen und Sonne und Wind und kein Wind. Demnach ist es auch super schwer, sich da auf irgendwas Konkretes einzustellen. Der Patagon Man findet am 1. Dezember 2019 statt. Also grundsätzlich mache ich sehr, sehr viel Sport, auch viele verschiedene Sportarten. Ich habe ziemlich lang Fußball gespielt. Jetzt bin ich eben beim Triathlon gelandet und da trainiere ich 4 bis 6 Mal die Woche. In der Regel gehe ich 2 bis 3 Mal pro Woche schwimmen, 1 bis 2 Mal die Woche laufen, je nachdem, was ich sonst noch an Sportprogramm habe, und 1 bis 2 Mal pro Woche Radfahren. Ich habe die Challenge angenommen und werde es durchziehen. Die ersten Rennen im Jahr sind absolviert. Ich war bei der Saisoneröffnung beim MZ-Triathlon in Steinheim. Ich bin aufgeregt, ich habe übel Bock, es sind übel viele Leute da. Ich bin richtig motiviert. Ich freue mich mega drauf. Wir haben jetzt die Flüge gebucht. Alles wird ein bisschen konkreter. Ich habe morgen meine letzte Prüfung vom Studium und dann kann ich mich voll aufs Rennen fokussieren. Jetzt in 2 Wochen ist dann die erste Mitteldistanz von mir. Die mache ich beim Allgäu-Triathlon. Von den Höhenmetern dürfte es vom Verhältnis her ähnlich sein. Also eine sehr gute Vorbereitung für den Patagon Man.
Also Equipment-mäßig beim Schwimmen bin ich noch nicht so gut ausgestattet. Ja, da werde ich noch ein bisschen was einkaufen müssen. Beim Radfahren werde ich Stand jetzt mein aktuelles Rennrad mitnehmen. Und dafür besorge ich mir noch Auflieger. Und ansonsten ist es, glaube ich, ein Top-Rad, mit dem man so einen Wettkampf gut machen kann. Also mit Triathlon angefangen habe ich zwar im Herbst 2016, als ich mit zwei Freunden beschlossen habe, dass wir uns für einen Triathlon anmelden, im Frühjahr 2017. Und dann hatte ich ein halbes Jahr Zeit, auf meinen ersten Triathlon hinzutrainieren. Und dann im Frühjahr 2017, im Mai 2017, habe ich meinen ersten Kurzdistanz-Triathlon gemacht und im selben Jahr noch zwei weitere olympische Distanzen. Als mir klar war, dass ich irgendwie mehr machen will im Triathlon und vor allem auch sehr gern Rennrad fahre, habe ich angefangen, auf ein Rennrad zu sparen und mir lange überlegt, was ich denn genau möchte und was es werden soll. Und dann habe ich mich angefangen umzuschauen und habe dann eben das gute Stück gefunden. Und es hat auch super Spaß gemacht zu fahren. Aber leider bin ich nach einer der Touren mit einem Auto kollidiert, das ich übersehen habe. Und da bin ich dann einmal in die Windschutzscheibe reingeflogen und übers Auto drüber und dann hinterm Auto gelandet. Das war im ersten Moment sehr hart und bin dann auch ins Krankenhaus gekommen. Aber glücklicherweise ist mir nicht viel passiert. Trotzdem war es irgendwie erstmal ein harter Rückschlag, dass ich halt mein neu gekauftes Rad verloren habe. Mein Supporter wird Samuel Käser sein. Das ist ein guter Freund von mir, den ich jetzt seit ein paar Jahren kenne, hauptsächlich vom Beachvolleyball. Und der hat sich bereit erklärt, mich in dem Rennen zu unterstützen. Der hat absolut gar keine Ahnung von Triathlon. Aber der wird sich da mit Sicherheit gut reinfuchsen. Für mein Rad habe ich mir überlegt, dass es noch sehr sinnvoll wäre, das noch ein bisschen aufzupimpen mit Aufliegern. Und habe da verschiedene Sponsoren gefragt. Und das Fahrradhaus Winter in Person von Benny hat sich bereit erklärt, mich in Sachen Equipment, Fahrradequipment noch ein bisschen zu unterstützen und hat mir ein paar Auflieger gesponsert. Damit ich das auch effektiv einsetzen kann und auch den gewünschten Effekt hat, werde ich noch ein Bikefitting machen. Tag Leute, wir sind jetzt hier gerade in Ludwigsburg beim Otto-Laden Pudel und gehen jetzt zum Bikefitting. Also das Bikefitting habe ich gemacht, weil ich seit dieser Saison die Umfänge nochmal deutlich gesteigert habe und auch intensiviert habe. Und dadurch sind dann so an verschiedenen Stellen ein bisschen Probleme aufgetreten, die ich dann nicht mehr wegbekommen habe. Und ich immer das Gefühl hatte, irgendwas ist nicht ganz richtig eingestellt. Und beim Bikefitting konnten eben ganz viele von diesen Problemen gelöst werden. Das war sehr gut, weil man eben am Computer dann die Bilder angeschaut hat und ich dann eben meine Position korrigieren konnte und mein Rad war dann eben super eingestellt. Anfang August habe ich angefangen, immer kalt zu duschen. Das werde ich jetzt erstmal so durchziehen, um den Körper einfach an die Kälte zu gewöhnen und auch danach das schneller erwärmen, das Aufheizen. Das ist ein Teil vom Kältetraining. Der zweite Teil ist eben, dass ich in der Enz baden gehe. Die ist aktuell noch relativ warm oder angenehm frisch. Aber es wird sich dann bald ändern, sobald die Temperaturen in der Nacht fallen. Ich habe angefangen, die Trainingsumfänge zu steigern. Weniger intensiv, dafür mehr Grundlagenausdauer. Das heißt, längere Läufe mit niedrigerem Puls. Wir haben jetzt Anfang Oktober und haben jetzt noch 8 Wochen Zeit. Das heißt, nochmal 4 bis 6 Wochen ziemlich hart und dann locker. Und ich hoffe, dass ich das jetzt auch so verletzungsfrei durchziehen kann. Grundsätzlich fühle ich mich schon fit. Ich glaube, von der Fitness her kann ich es packen. Es wird eher eine Frage, wie das Wetter wird und ob ich mich da eben entsprechend gut vorbereiten kann. Wir haben jetzt Sponsoren gefunden, die uns da entsprechend unterstützen.
Und ich bin recht zuversichtlich, dass wir uns da gut vorbereiten können, dass wir auch gegen die Elemente der Natur gut bestehen können. Wir sind in der fünften Woche vor dem Rennen. Ich werde jetzt die nächsten fünf Wochen noch intensiv nutzen für Lauftraining. Dafür bin ich heute auf die Bahn gekommen, werde was für die Geschwindigkeit machen und werde 400, 800 und 400 Meter laufen mit Pause dazwischen und das Ganze dann viermal. Eine gute Stunde. 12,5 Kilometer abgespult. Das ist okay. Bin mit den Zeiten, die ich mir vorgenommen habe, die bin ich gut gelaufen. Bin ich sehr zufrieden. Und hoffe, dass es so weitergeht. Also das Duschen in den letzten Wochen, Kaltduschen, hat mich schon gut vorbereitet. Aber jetzt werde ich mal das Equipment in der Enz testen gehen. Die Temperaturen sind jetzt schon länger unter 10 Grad gefallen. Tag Leute, wir sind hier heute wieder in Bissingen an der Enz, an der schönen Sägemühle. Und wir haben schönen Regen. Und es sind 14 Grad, Wassertemperatur zwischen 11 und 12. Wir gehen jetzt los und checken aus, was das Wasser zu bieten hat. Es ist null kalt, ein bisschen rutschig. Ich überlege, ich muss da direkt reinspringen, das wird schon frisch. Eieiei. Boah. Im Neo am Körper ist kein Problem, aber halt an den Händen und an den... Unsere Reisegruppe hat sich jetzt noch relativ spontan erweitert. Nicht nur Samu, mein Supporter, und Philipp, der Kameramann, kommen mit, sondern auch noch meine Mutter und meine Schwester haben Flüge gebucht. Die haben sich jetzt noch entschlossen mitzukommen. Und ganz spontan hat sich einer meiner Freunde noch angeschlossen, Lukas, mit dem ich schon mal reisen war und wo ich mich sehr freue, dass der diesmal wieder mit dabei sein kann. Die letzten Vorbereitungen laufen noch. Ich warte gerade noch auf meine Wettkampfbekleidung, die hoffentlich noch rechtzeitig kommt. Und die letzten Tage laufen beim Arbeiten, bevor ich dann wirklich Urlaub habe. So langsam werde ich auch ein bisschen aufgeregt und bin gespannt, ob wirklich so alles klappt, wie ich erhofft habe. Bin aber recht zuversichtlich, dass alles nach Plan verläuft. Wir sitzen jetzt hier am Gate B43 in Frankfurt Airport und haben eingecheckt. Unter Tränen musste ich mein Rad abgeben, aber immerhin, der Pedro mit der gelben Weste passt drauf auf, hat er mir versprochen. Und jetzt sind wir voller Zuversicht, dass der restliche Flug auch noch gut verläuft. Fahrrad ist da, es hat schon mal gut geklappt. Jetzt gehen wir mal weiter. Wie man jetzt hier sieht, sind wir gerade in Santiago und schönes Wetter. Jetzt haben wir mal Instagram geöffnet und haben da hier eine Story gesehen von Patagon Man. Und da ist auf der Strecke noch recht viel Schnee. Was für 4 Grad und Regen, das bestes Wetter draußen. Wir haben jetzt den Mietwagen geholt, hat soweit ganz gut geklappt. Wetter hier ist recht angenehm, im T-Shirt und Pullover, ein bisschen Schneeregen, aber sonst ist es okay. Und das Auto ist voll. Also, Tag Leute,
Wir sind hier in unserem mega geilen Apartment angekommen. Finally. Ja, die Fahrt hierher war schon mal mega geil. Die Landschaft ist super, super schön. Überall Berge mit so ein bisschen Schnee bedeckt. Allerdings ist es sehr windig. Und wir haben jetzt schon gesehen, die Temperaturen können schon richtig schwanken. Also wenn die Sonne nicht scheint, dann gibt es mal geschwind 6 Grad und Graubel. Aber jetzt hier, als wir ausgeladen haben, 13 Grad und Sonne pur. Das Rennen startet um 3 Uhr morgens mit dem Einrichten der Wechselzone in Puerto Aysén. Um 4.30 Uhr geht man dann auf die Fähre und fährt raus aufs Meer. Und um 5.30 Uhr wird der Startschuss sein. Und dann schwimmt man zurück wieder an den Hafen und von dort aufs Rad und bis Cerro Castillo, 180 Kilometer auf der Route 7 in Süden. Dort wechselt man dann in die Laufkleidung und läuft dann nochmal gute 42 Kilometer durch Teile von dem Nationalpark und beendet dann das Rennen in Puerto Ibáñez. Schönen guten Morgen, erste Nacht, sehr gut geschlafen. Und jetzt packen wir das Rad aus. Wir fahren jetzt nach Puerto Chacabuco, nach Puerto Aysén, an den Hafen, wo der Schwimmstart ist. Dann gehe ich dort eine Runde baden und check mal die Lage, wie so die Wassertemperatur ist und ob ich es länger als eine Viertelstunde aushalte. Willkommen in Puerto Chacabuco, hier am Hafen. Wir wollen ja noch mal eine Runde auschecken gehen und von daher ziehe ich mich jetzt einfach mal um und guck mal rein. Schleichwerbung für Alkoholkult. Jetzt kommt Philipp, sein Lieblingspart. Von der Wassertemperatur her, und das wollte ich wissen, da bin ich jetzt sehr beruhigt, ist echt gut. Da bin ich dankbar für jedes Kältetraining, was ich gemacht habe, jegliche Art. Und vor allem die letzten Male in der Enz waren sehr wertvoll. Wir sind jetzt hier im Süden in Villa Cerro Castillo und haben den zweiten Teil von der Radstrecke besichtigt. Der war sehr schön. Am Anfang waren wieder ein paar Baustellen, das war nicht so cool, aber der zweite Teil war richtig, richtig schön. Auch die Steigungen waren alle, sahen recht human aus, kann man gut bestreiten. Und die Abfahrt war echt super. Ich würde sagen, ich fühle mich jetzt nicht unsicher. Ich bin eher so ein bisschen gespannt, wie es sein wird. Aber ich denke, alles in allem sind wir gut vorbereitet. Wenn jetzt das Wetter uns nicht komplett einen Strich durch die Rechnung macht, aber ich glaube schon. Okay, also wir sind jetzt hier am Start der Laufstrecke. Die ersten paar hundert Meter waren jetzt schon in die Richtung, so über die Straße und über die Brücke, über den Fluss. Und jetzt hier geht der unbefestigte Teil los. Mal so ganz grob in die Richtung, da vorne dann noch irgendwo so ein bisschen links rein. Und ich finde, es sieht ziemlich geil hier aus. Ich habe richtig Bock, hier laufen zu gehen und freue mich einfach auf Sonntag. Wir sind heute Morgen hier beim sogenannten Social Swim, so ein Probeschwimmen am Bahia Alcantilada. Da hinten ist der Samir, mit denen waren wir gestern Abend essen. Seit heute sind auch dabei meine Mama und meine Schwester Julie.
Nebel ist schön. Nebel. Aber es ist kalt. So it's Thursday morning. It's almost 10 in the morning and we're doing a swim practice. It's 9.6 degrees in the water. So we're expecting 8.6 race day because it's gonna be early. So it's gonna be a good practice. Noch kälter als jetzt. Wir haben uns jetzt gerade registriert nach dem Social Swim. Die waren sehr nett bei der Registrierung. Die haben uns das erklärt, was wir aufs Auto machen müssen. Und die Armbänder und so weiter bekommen, seine Nummer hat er bekommen, so weiter haben wir alles eingepackt. Wir sind jetzt hier beim Athletes Briefing und hoffen, dass jetzt noch mal ein paar Fragen geklärt werden, die wir haben, zum Beispiel zu den Baustellen, ob man da einfach durchfahren darf. Sehr erfreulich noch, heute Morgen ist der letzte Supporter eingetroffen, Lukas. Ich bin heute extra hergekommen für den Race Day morgen, weil Marci noch einen professionellen Saboteur gebraucht hat. Wir sind gespannt, was wir jetzt hier noch hören und hoffen, dass es nicht zu lang dauert, dass wir heute Abend noch genug Zeit haben zum Vorbereiten. Alle meine Fragen wurden geklärt, tatsächlich. Ich bin noch optimistischer als vorher, dass es gut klappt und freue mich sehr auf morgen. So, schönen guten Morgen. Heute Race Day. Wir sind sehr gut hierher gekommen, hat alles super geklappt, sind gut rausgekommen. Ich konnte schon gut was essen, ein bisschen was trinken und jetzt gerade die Reifen noch aufgepumpt. Alle sind fit und wir warten jetzt noch ein paar Minuten, bis die Wechselzone aufmacht. In 4 Minuten geht's los. Und dann werden wir die Wechselzone einrichten. Hier sieht man schon die Fähre im Hintergrund. Und dann geht's los. Eine gesunde Nervosität, aber wir sind sehr, sehr gut vorbereitet. Wir haben alles mehrmals durchgesprochen und sind für vieles vorbereitet, nicht für alles, aber ich bin sehr zuversichtlich. Die Challenge wird ihn zu erkennen, wenn er aus dem Wasser kommt. Aber bisher hat alles super geklappt. Ich bin echt zufrieden. Aber nervös bin ich schon.
die Schwimmer aus dem Wasser. Die ersten 20, was weiß ich, sind schon draußen. Wir sind jetzt 1:05, nachdem sie von der Fähre gegangen sind. Also jetzt so in den nächsten 10 Minuten sollte Marcy auch rauskommen. Überlebt. Das war das Wichtigste. Es war kälter als gedacht. Es war schon auf dem Schiff ein bisschen kalt. Jetzt war es richtig kalt. Darum haben wir auch fürs Umziehen ein bisschen länger gebraucht, damit er ein bisschen aufwärmt, aber es passt alles. Jetzt ist es auf dem Fahrrad, freut sich aufs Fahrradfahren. Weiter geht's. Super, alles gut. 1A. Im Fahren eine Flasche ausgetauscht. Also noch ein paar Aufträge. Super. Hat gesagt, er hat ein bisschen muskuläre Probleme. Links, wenn er durchstreckt, krampft es ein bisschen. Deswegen checken wir nochmal an Kilometer 80. Seine Füße werden nicht ganz warm. Und er weiß jetzt nicht, ob er ganz locker weiterfahren soll oder was er machen soll. Muss man mal gucken. Hoffentlich fängt sich das wieder mit seinem Bein. Geiles Wetter, geiler Wettkampf, schöner Support hier. Kilometer 124 auf dem Radkurs. Die Platzierung ist gerade geschätzt 70 von Lukas mitgezählt. Wir treffen uns in 20 Kilometern wieder. Bergauf fahren ist immer übel warm und dann, sobald es ein bisschen bergab geht oder so, ja, ist gleich kalt. Ja. Brauchst du noch was? Transition Zone 2, T2. Marcy sollte in den nächsten Minuten kommen mit seinem Fahrrad. Hier ist der Übergang zum Laufen. Die letzten Kilometer sind nur Abfahrt, von daher sollte es Spaß machen, gut gehen. Und wir bauen jetzt das Zeug auf, oder ich baue das Zeug auf, damit er alles wechseln kann fürs Laufen. Alter, war das krank, ey. Stimmt, ja. Ab da, wo es runterging, bin ich eigentlich, glaube ich, nie unter 50 gefahren. Yeah. How are you feeling? ¿Cómo te sientes? Great. Great. Much better than expected. We were a little bit on the edge before he came out of the water. Oh. So that was the most difficult part. How was the water for you? You're from Germany, right? Yes.
So, too cold for you? He was like a frozen carrot. Alter. Wir sind jetzt am letzten Supportpunkt von Kilometer 30 der Laufstrecke. Die Läufer kommen von da oben runter. Tim Dorn ist natürlich schon im Ziel, aber wir wissen noch nicht, wann er kommt. Kann in einer Stunde sein, kann in zwei Stunden sein. Wie geht's deinen Oberschenkel? Gehen die? Oder krampfen die? Also wenn mir jetzt ein Ball zuspielt, sich so eine Annahme machen, dann klappe ich einfach zusammen. Top 100. Top 100. Echt? Ja. Safe. Ah, das ist ja krank. Also, check. Hau rein. Wir sind an der Ziellinie. Marcy braucht noch ein bisschen, der ist jetzt noch 2-3 Kilometer vor der Ziellinie. Und jetzt heißt es nur noch ins Ziel kommen. Mein Moment. Ich finde es super schwer zu beschreiben, weil es ist auf der einen Seite, es ist mega Freude, es ist Druck abgefallen, man ist ein Moment, auf den man monatelang hingefiebert hat. Das war so ein Punkt, der mich so fixiert hat, diese Glocke mal läuten zu wollen. Auf dem Weg dorthin staut sich halt einiges an Emotionen an und man gibt ziemlich viel dafür auf und gibt sich da ziemlich hin und es macht auch alles Spaß und es ist gut und ich würde es auch wieder machen, aber das ist eben der Moment, wo dann alles zusammenkommt. So lässt sich der Moment, glaube ich, am besten beschreiben. Was steht jetzt noch an in Chile? Wir haben jetzt die letzten 3 Tage ein bisschen entspannt und waren gut essen und haben uns überlegt, was wir machen, und haben jetzt hier eine super schöne Hütte am Lago Negro gefunden und sind jetzt die nächsten Tage hier, entspannen ein bisschen, Kajak fahren, schwimmen, was das Herz begehrt, lesen, Ruhe und wieder neue Kraft schöpfen, um danach wieder Action zu machen. Im Voraus war mir nicht so ganz klar, was mir das alles bedeutet. Ich habe halt gedacht, ich gehe da hin und mache halt den Triathlon und finde es cool, dass ein paar Freunde dabei sind und meine Familie kommt, fand ich auch cool. Aber als ich dann den Wettkampf gemacht habe und vor allem als der Wettkampf dann zu Ende war, als ich im Ziel angekommen bin, ist mir erst so ein bisschen bewusst geworden, was das eigentlich bedeutet, dass die so weit reisen und wie wichtig mir das ist und vor allem auch, wie schön es ist, dass ich den Moment eben mit Leuten, die mir so wichtig sind, teilen kann.